Sie sind in einem Heilberuf tätig und wollen Ihre Patienten bestmöglich behandeln? Manchmal kann es sein, dass Ihnen bei der Anamnese wichtige Informationen fehlen. Wenn Sie Zugriff auf die elektronische Patientenakte hätten, könnten Sie beispielsweise freigegebene Befunde und Berichte einsehen und Ihre Behandlung auf die Maßnahmen anderer Gesundheitsberufe abstimmen. Aber wie können Sie auf eine elektronische Patientenakte zugreifen? Dafür brauchen Sie einen Zugang zur Telematikinfrastruktur. Die Telematikinfrastruktur beinhaltet eine Vielzahl digitaler Anwendungen. Zukünftig erhalten Sie berufsspezifischen Zugriff auf Funktionen wie die elektronische Patientenakte, das E-Rezept und viele weitere. Die Anbindung an die Dienste in der Telematikinfrastruktur stärkt die interdisziplinäre Zusammenarbeit in der Gesundheitsversorgung. Den Heilberufen werden wichtige Informationen geliefert, um die Versorgung der Patienten zu verbessern. Um auf die Telematikinfrastruktur zuzugreifen, brauchen Sie die richtige Hard- und Software, einen elektronischen Heilberufsausweis, kurz EHBA, und eine Security Module Card Typ B, kurz SMCB. Der EHBA ist eine personenbezogene Chipkarte. Damit können Sie sich persönlich in der Telematikinfrastruktur authentifizieren. Die SMCB wird für die Praxis- oder Leistungserbringungsinstitution ausgestellt, der Sie angehören. Im Zusammenspiel mit dem EHBA und der SMCB ist die Verarbeitung der Daten abgesichert und mit dem Patientendatenschutzgesetz konform. Nutzen Sie die Vielzahl der Funktionen zum sicheren, sektorenübergreifenden Austausch von gesundheitsbezogenen Daten. So profitieren Sie und Ihre Patienten von den optimierten Versorgungsmöglichkeiten. Wie Sie einen EHBA oder eine SMCB beantragen können, erfahren Sie auf der Website des Elektronischen Gesundheitsberuferegisters.